Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten von drei Gate Crash Display Booster Unboxing Videos. Ja, vielleicht habt ihr mein Fatpack Video gesehen. Das war ja extrem hammergeil. Unglaublich, was da drin war. So, haben wir hier so ein tolles Blättchen drin, wie immer. Und dann kommen wir zu den ersten 12 Boostern. Also ich werde immer 12 Stück aufmachen. Und dann ein neues Video machen, weil es sonst einfach zu lang wird. Also Comments werde ich nicht kommentieren. Wir haben einen Orts of Guild Gate. Ja, die erst ankommen, noch ein Orts of Charm. Hold the Gates und Five Alarm Fire hatten wir ja schon auch in dem Fatpack. Und noch ein Alpha Authority als Foil. Und das war auch schon das erste Booster. Ja, noch ein Chamber Shark, auch sehr cool. Dann haben wir hier Corset Confession, Dying Wish, Mind Eye Trake und ein Master Biomancer. Für zwei farblose, ein grünes, ein blaues, also natürlich wieder die Simic-Farben, 2-4. Jede andere Kreatur, die wir kontrollieren, kriegt so viel zusätzlich 1-1-Counter, so viel wie der Biomancer hat und ist zusätzlich ein Mutant zu den anderen Typen. Also natürlich mit dem, Moment, ich muss ihn gerade aussuchen, mit dem Prime Speaker Zigana, ein unglaubliches Simic-Combo. Wenn der hier jetzt mal gut angenommen, wir haben eine Kreatur mit 4-4 auf dem Spiel, dann kommt er mit 4 Marken ins Spiel. Dadurch kommt er zusätzlich mit zwei ins Spiel. Und dann haben wir ja insgesamt schon einiges mehr an Countern. Zwar insgesamt 6, das heißt, wir dürfen insgesamt 7 Karten ziehen. Also auch sehr cool. Ich habe mich natürlich zuerst gerade ein bisschen mit der Doubling Season verwechselt, dass wir doppelt so viele kriegen, aber natürlich auch sehr stark die Combo. Ein Cloudfiend Raptor, ein Odds of Guild Gate, 1000 Lashes, Urbis Protector, Mimming Slime und Glaring Spotlight für ein farbloses Kreaturen. Kreaturen, your opponent's controller with Hexproof can't be the targets of spells and abilities you control as though they didn't have Hexproof. Ah, das war jetzt sozusagen Hexproof aufgehoben, auch cool. Und für 3 und das Opfern kriegen unsere Kreaturen Hexproof und werden unblockbar. Sehr, sehr coole Karte, finde ich. Damit kann man echt was machen. Dann das nächste Booster. Noch ein Chamber Shark, aber immer noch kein Dimir Charm, aber immer noch kein Boros Charm. Mental Vapors, Knight of Obligation und ein Sylvan Primordial hatten wir auch schon im Fatpack. Deswegen mache ich auch gleich weiter. Dann haben wir hier die erste Ankommen: Vizcopa, Confessor, Ortrun, Veteran, Crown, Seratok und Undercity Plague. Für 6 Mana verliert ein Gegner ein Leben, wirft eine Karte ab und opfert dann ein Permanent und hat Thibaut. So. Dann kommen wir zu Booster Nummer 6. Mal ein Schockduel wäre wieder ganz nett, vielleicht ein Sacred Foundry oder weiß ich, was da noch gibt. Ein Cruel Guild Gate, ein Call of the Nightwing, Serene Remembrance, Boros Elite und ein Immortal Servitude. Für 3 schwarze oder 3 weiße darf man sich jeweils aussuchen und X. Kann man X-Kreaturenkarten vom Friedhof mit umgewandelten Mana-Kosten von X vom Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen?
Ach so, ah ja, gut. Das Wichtige ist da jetzt, dass es nicht x oder weniger ist, sondern wirklich nur mit x. Das heißt, wenn wir jetzt 2 bezahlen, dürfen wir alle Kreaturen mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 aus dem Friedhof wieder rausholen. Und ins Spielfeld bringen natürlich. Lalala. Ein Dimir Guildgate. Ein Dinrova Horror. Saphir Drake, Smog Elemental und noch ein Breeding Pool, auch nicht schlecht. Und noch eine vorhin. Ein Ruination Wurm. Ja, 6 Mana, 7, 6 Foil. Und das ist mittlerweile der zweite Breeding Pool nach dem zweiten Watery Grave, den ich aufgemacht habe. Breeding Pool ist dann ja die Simic. Schärfe die Simic Gilde. Dann haben wir hier. Ein Vizcopa Guildmage, ein Homing Lightning, ein Vishyano Shanktail und ein Illusionist Bracers für 2 Mana, ein Equipment. Jedes Mal, wenn wir eine aktivierte Fähigkeit von dieser Equipment-Kreatur auslösen, wenn es keine Mana-Fähigkeit ist, dürfen wir diese Fähigkeit kopieren und ein neues Ziel dafür wählen. Also auch sehr cool, kann man auch bestimmt ein paar coole Kombos mitmachen. Dann haben wir hier wieder ein Simic-Guildgate, ein Gift of Orzhova, dann haben wir ein Bane Ally Broker, White of Precinct 6 und ein Death Pact Angel für 6 Mana, 5-5 fliegend. Wenn der stirbt, kriegen wir ein 1. Schwarz-weißen Kleriker, Kreaturenspielstein, ein Spielfeld, der hat für 6 Mana und den Opfern kriegen wir diesen Death Pact Angel zurück ins Spiel. Also auch eine coole Karte. Kostet, glaube ich, so 2-3 €. Aber ich hoffe. Oh, das klang schrecklich. Ich hoffe natürlich immer noch auf den Domri oder auf den Gideon oder auf einen Boros Charm. Da haben wir es doch. Yeah, geil. Und zwar ist es einfach ein hammer, hammer geiles Charm. Und wir haben noch eine Foil dabei, habe ich gerade gesehen. Und zwar für ein schwarzes, ein rotes und ein weißes können wir 4 Schaden auf einen Spieler schießen oder unsere Permanents werden unzerstörbar. Oder eine Kreatur kriegt Double Strike, also extrem stark. Werde ich auch gleich mal zur Seite legen. Etherize. Mind-Eye Drake und ein Foundry Champion für 6 Mana 4-4. Wenn er ins Spiel kommt, können wir so viel Schaden auf einen Spieler oder eine Kreatur schießen, wie der Anzahl an Kreaturen. Und wir können noch pumpen oder ja, verstärken, also vorne hin pumpen. Und wir haben ein Clan Defiance als Foil. Foil sind mittlerweile. Oh ne, das täuscht wegen dem Licht. Ja, können wir eins oder mehr davon wählen für X, ein rotes und ein grünes. Können wir X Schaden auf eine fliegende Kreatur schießen, X Schaden auf eine Kreatur ohne Flugfähigkeit und X Schaden auf einen Spieler. Also wenn wir da mal 5 rein bezahlen, können wir 5 Schaden auf eine fliegende, auf eine nicht fliegende und auf einen Spieler schießen. Als Foil können die sogar ein bisschen was wert sein. So eine Foil Rash auch immer so mindestens 2 € wert, wenn es jetzt sogar schon allein an sich mehr wert ist. Ein Dimir Charm, Killing Glare. Boros Elite und ein High Priest of Penance für ein weißes und ein schwarzes. 1-1. Ja, wenn der Schaden kriegt, können wir ein Nichtland permanent zerstören. Auch eine coole Karte, den der Gegner dann nicht unbedingt zerstören will. Und das letzte Booster aus dem ersten Video. Noch ein Chamber Shark. Haben wir hier ein. Oh Gott. Agoraphobia, Writer's Charge, Miming Slime und ein Wrecking Ogre für 5 Mana, 3-3 Double Strike und hat noch Blood Rush für 5. Und das war's dann auch von meinem ersten Video. Ich zeige euch hier nochmal meine Pulls: den Ogre, den Kleriker. Clan Defiance als Foil, Foundry Champion, Boros Charm, Death Pact Angel, Illusionist Bracers, Breeding Pool, Ruination Wurm, Immortal Servitude, Undercity Plug, Sylvan Primordial,
Clearing Spotlight, Master Biomancer, Alpha Authority und 5 Alarm Fire. Ja, das war's dann von meinem Display Unboxing Teil 1 und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem Teil 2 und bis dahin, ciao.